zu einem WRG-Vortrag in der Reihe der WRG-21-Vorträge begrüßen. Ich bin sehr froh, dass dieser Vortrag jetzt stattfinden kann, mithilfe von der Ars Juris Doctoral School der Universität Wien, die uns hierbei unterstützt. Wie gesagt, es war jetzt eine längere Pause an Vorträgen, bedingt eben durch die Umstände, die jeder kennt. In der ersten Hälfte des Jahres waren wir noch von der Hoffnung bestimmt, dass sich in der zweiten Jahreshälfte die Verhältnisse so weit bessern, dass wir wieder Präsenzveranstaltungen oben im Juridikum machen können. Aber leider hat sich eben diese Hoffnung zerschlagen und ich bin deshalb umso glücklicher, dass wir nun zumindest in diesem Format uns jetzt, dass es uns jetzt in diesem Format zumindest möglich ist, mit einem Vortrag wieder in Erscheinung zu treten. Wie gesagt, möglich ist das durch die aktive Unterstützung von Ars Juris, der Doktoratsschule, der rechtswissenschaftlichen Doktoratsschule an der Universität Wien, insbesondere durch die Person von Frau Magister Hahnel, die hier sozusagen die technischen Voraussetzungen geschaffen hat, dass wir diese beiden Online-Vorträge jetzt hören können. Wie gesagt, die Veranstaltung steht in der Reihe dieser traditionell immer im Dezember stattfindenden Vorträge, bei denen Nachwuchswissenschaftler vom Institut für Rechtsgeschichte und vom Institut für Römisches Recht über ihre Dissertationsprojekte berichten, einzelne die zentralen Fragestellungen vorstellen. Also zwei kürzere Vorträge. Zunächst wird referieren vom Institut für Römisches Recht Herr Binder und dann eben aus dem Institut für Rechtsgeschichte die Frau Magister Stutzenstein. Ich darf jetzt, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, gleich dazu übergehen, ganz kurz Ihnen den ersten Referenten vorzustellen, Herrn Magister Binder, der hier in Wien die Rechtswissenschaften studiert hat und jetzt tätig ist als Assistent am Institut für Römisches Recht. Und zwar zunächst bei Herrn Professor Benke, seit Oktober diesen Jahres bei Professor Scheibereiter. Er wird uns jetzt einen Aspekt aus seinem Dissertationsthema vorstellen. Römisches Zivilprozessrecht zur litis crescens im römischen Vollstreckungsverfahren. Ein Ausschnitt aus seinem Dissertationsprojekt. Sanktionen für den ungeständigen Schuldner, litis crescens im römischen Recht und im griechischen Rechtssystem. Ein Aspekt daraus der Vortrag heute Abend. Dann werden wir uns jetzt Herrn Binder anhören. Wir machen dann eine kurze Diskussionsrunde und gehen dann über zum Vortrag von Frau Magister Stutzenstein. Herr Binder, Sie kommen jetzt sozusagen ans Mikrofon. Sie sind an der Reihe. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, Herr Professor Simon, sehr geehrte Professorinnen und Professoren, sehr geehrte Damen und Herren. Ich werde heute zum Thema römisches Zivilprozessrecht zur litis crescens im römischen Vollstreckungsverfahren sprechen. In meinem Vortrag möchte ich ausgewählte Probleme im römischen Verfahrensrecht näher beleuchten. Der Fokus liegt hierbei auf dem Vollstreckungsverfahren, im Legisaktionenverfahren und Formularverfahren. Im römischen Recht entwickeln sich im Laufe der Zeit mehrere Verfahrensarten. Es gibt zunächst das Legisaktionenverfahren, dann folgt das Formularverfahren und schließlich das Kognitionsverfahren. Die Vollstreckung privatrechtlicher Ansprüche geschieht im Legisaktionenverfahren mit der Legis actio per manus injectionem, im Formularverfahren mit der actio judicati. In beiden Fällen besteht die gleiche Ausgangssituation. Der Gläubiger hat bereits ein Urteil gegen den Schuldner erstritten.
Der verurteilte Schuldner verweigert aber die Zahlung. Fraglich ist nun, was der Gläubiger unternehmen kann und wie sich der Schuldner verteidigen darf. Ziel meines Vortrags ist es, ausgewählte Quellen zum römischen Vollstreckungsverfahren darzustellen und prozessuale Besonderheiten aufzuzeigen. Im ersten Teil werden die Verfahrensarten Legis Actionem-Verfahren und Formularverfahren kurz erläutert. Danach stehen im Teil 2 die Einleitung der Vollstreckung und die Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten im Legis Actionem-Verfahren im Mittelpunkt. Ähnliche Überlegungen werden im dritten Teil für das Formularverfahren angestellt. Der vierte Teil ist der Haftung auf das Doppelte gewidmet. Sowohl im Legis Actionem-Verfahren als auch im Formularverfahren droht demjenigen, der im Vollstreckungsverfahren unterliegt, eine Haftung auf das Doppelte. Anschließend folgt im fünften Teil noch eine Zusammenfassung. Hier soll nochmals kurz skizziert werden, die Entwicklung von der Legis Actio per Manus Injectionem zur Actio Judicata. Zum Legis Actionem-Verfahren und Formularverfahren. Das Legis Actionem-Verfahren ist die älteste Verfahrensart, welche beispielsweise auch das 12-Tafel-Gesetz voraussetzt. Römischen Bürgern wird erlaubt, gegen andere römische Bürger vorzugehen. Für das Legis Actionem-Verfahren sind strenge Formeln und Riten typisch, wobei schon die geringste Abweichung von der Formel einen Rechtsakt zum Scheitern bringen kann. Ab dem 2. Jahrhundert vor Christus gewinnt das Formularverfahren an Bedeutung. Das Formularverfahren wurde zunächst für Ansprüche geschaffen, die dem Legis Actionem-Verfahren unbekannt waren. Anfangs trat das Formularverfahren lediglich neben das Legis Actionem-Verfahren, da es einen anderen Anwendungsbereich hatte. Das Formularverfahren erwies sich aber aufgrund des schwächer ausgeprägten Formalismus als vorteilhafter. Mit den Leges Julie 17 vor Christus wird das Legis Actionem-Verfahren dann fast gänzlich beseitigt. Zwischen Legis Actionem-Verfahren und Formularverfahren sind aber viele Gemeinsamkeiten vorhanden. Bereits im Legis Actionem-Verfahren wurde das Verfahren grundsätzlich in zwei Teile geteilt, also in die Teile in Jure vor dem Magistrat und Apud Judicem vor dem eingesetzten Judex. Der wichtigste Unterschied ist aber, dass im frühen Prozessrecht die Eigenmacht der Parteien eine größere Rolle spielte. Zur Einleitung des Vollstreckungsverfahrens. Mit der Legis Actio per Manus Injectionem konnte ein römischer Bürger eine persönliche Haftung gegen einen Mitbürger im ordentlichen Verfahren durchsetzen. Im folgenden 12-Tafelsatz wird dies nochmals verdeutlicht. Die einzelnen Bestimmungen der 12 Tafeln sind nicht direkt überliefert, weshalb man auf Rekonstruktionen angewiesen ist. Der 12-Tafelsatz 3, 1 bis 2 lässt sich im Wesentlichen aufgrund eines Berichts des Gaius rekonstruieren. Die Rekonstruktion von Düll lautet, ich lese die deutsche Übersetzung vor, nach dem Recht der gerichtlich anerkannten Geldschuld und bei rechtskräftig entschiedenen Sachen sollen 30 Tage Erfüllungsfrist zu Recht bestehen. Danach soll die Ergreifung des Schuldners statthaft sein. Genannt werden die Voraussetzungen, nach welchen die Manus Injectio, also die Ergreifung des Schuldners, zulässig sein soll. Es kann erstens einmal eine Judikatschuld vorliegen. Die Einleitung der Vollstreckung ist nur dann möglich, wenn der Umfang der Haftung in Geld feststeht. Sollte die Schuld noch nicht ziffernmäßig in Geld vorliegen, ist vor der Manus Injectio noch ein Schätzverfahren durchzuführen. Die Festsetzung in Geld war wichtig, um einen Lösungsbetrag festsetzen zu können, durch dessen Entrichtung der Schuldner befreit werden konnte. Weiters müssen 30 Tage vergangen sein. Das heißt, dem Schuldner bleiben 30 Tage Zeit, das Urteil zu erfüllen. Neben dem Urteil wird auch die gestandene Schuld erwähnt. Wenn der Schuldner vor dem Präter seine Schuld gesteht, also eine Confessio in Jure abgibt, dann kann die Vollstreckung gegen ihn ebenso mit der Legis Actio per Manus Injectionem eingeleitet werden. In der Digestenstelle 42.2.1 ist die Phrase Confessus pro judicato est enthalten. Ein Geständiger gilt einem Verurteilten gleich. Diese Wertung, wonach ein Geständiger einem Verurteilten gleichgestellt war, gab es gemäß dem 12-Tafelsatz 3.1 bis 2 auch schon im Legis Actionem-Verfahren. Eine genauere Überlieferung des Vollstreckungsverfahrens mittels Legis Actio per Manus Injectionem findet sich in der folgenden Quellenstelle.
GAIOS-Institutionen 421. Ich lese die deutsche Übersetzung vor. Durch Handanlegung wurde gleichfalls wegen solcher Sachen geklagt, für die ein Gesetz eine derartige Klage angeordnet hatte. Zum Beispiel nach dem 12-Tafel-Gesetz wegen einer Urteilsschuld. Diese Klage war folgendermaßen. Derjenige, der klagte, sprach so: Da du mir verurteilt oder verpflichtet bist zu 10.000 Sesterzen und sintemal du nicht erfüllt hast, lege ich dir deswegen als einem zu 10.000 Sesterzen Verurteilten die Hand an. Und zugleich ergriff er irgendeinen Teil von dessen Körper. Und es war dem Gegner nicht erlaubt, die Hand von sich wegzustoßen und für sich selbst eine Spruchformel auszusprechen, sondern er stellte einen Prozessbürgen, der gewöhnlich an seiner Stelle den Prozess führte. Wer keinen Prozessbürgen stellte, wurde vom Kläger nach Hause abgeführt und gefesselt. Zunächst zur Quellenstelle. Die Quellenstelle stammt aus den Gaius-Institutionen. Bei den Gaius-Institutionen handelt es sich um ein im 2. Jahrhundert nach Christus verfasstes Anfängerlehrbuch. Sehr häufig werden die Gaius-Institutionen auf 161 nach Christus oder kurz danach datiert. Gaius berichtet in der Quellenstelle Gaius-Institutionen 421 vom Legisaktionenverfahren, das zu seinen Lebzeiten bereits überwunden war. Dass Gaius manchmal die frühere Rechtslage erwähnt, zeigt sich beispielsweise im Zusammenhang mit der Lex Publilia, da Gaius hier sowohl die Klage im Legisaktionenverfahren als auch die Klage im Formularverfahren anführt. Was wird in Gaius-Institutionen 421 erwähnt? Gleich im ersten Satz findet sich die Phrase per manus injectionem agebatur. Es wurde also durch Handanlegung geklagt. Als Beispiel nennt Gaius mit den Worten velut judicati die Urteilsschuld. Danach wird ausgeführt, dass sich der Schuldner nicht selbst verteidigen darf. Er kann also nicht selbst die Hand des Gläubigers wegstoßen. Nec licebat manum sibi depellere. Der Beklagte musste einen Vindex stellen. Mante übersetzt Vindex mit Prozessbürger. Die Frage, ob der Vindex mit einem Bürgen vergleichbar ist, wird noch behandelt werden. Die Legis Actio per manus injectionem konnte vor dem Präter mit anschließender Handauflegung und Sprechen der Formel eingeleitet werden. Mittels manus injectio machte der Gläubiger seine unbeschränkte personenrechtliche Haftungsherrschaft geltend. Mit dem haftungsbegründenden Vorgang, welcher auf ein Delikt oder Haftungsgeschäft zurückgeht, entstand die Haftungsgewalt. Wobei erst unter bestimmten Voraussetzungen, wie beispielsweise Fälligkeit der Schuld, die Vollstreckung gegen den Schuldner erlaubt wurde. Die Haftungsgewalt konnte erst dann geltend gemacht werden, wenn die Lösungsfrist abgelaufen war. Davor bestand ein Schwebezustand. Falls die Schuld nicht gelöst wurde und auch kein Vindex für den Schuldner auftrat, konnte der Gläubiger aufgrund seiner Haftungsgewalt auf den Schuldner greifen. Zur Verteidigung im Legisaktionenverfahren. Der Beklagte hatte zwei Möglichkeiten, um die Vollstreckung zu vermeiden. Er konnte entweder die Schuld bezahlen oder einen Vindex finden, der die Hand des Gläubigers wegschlug. Für den Schuldner fungierten hauptsächlich Sippenmitglieder und Nachbarn als Vindex. Aus etymologischen Hinweisen ist wohl abzuleiten, dass dem Gläubiger vom Vindex Gewalt angesagt wird, also vim dicta. Die Eigenmachtshandlung des Gläubigers in Form der Handanlegung wird nun mit einer Eigenmachtshandlung des Vindex, dem Wegschlagen der Hand, abgewehrt. Im frühen römischen Recht war die Personalvollstreckung dominierend, was dazu führte, dass sich der Schuldner aus Angst vor dem Zugriff auf seine Person um eine Haftungslösung bemühte. Da der Schuldner die Personalexekution fürchten musste, wird er mit allen Mitteln versucht haben zu zahlen oder einen Vindex aufzutreiben. Es wurde bereits erwähnt, dass sich der Schuldner grundsätzlich nicht selbst verteidigen durfte und ohne einen Vindex kein Vorbringen erstatten konnte. Von diesem Grundsatz könnte es allerdings eine Ausnahme gegeben haben. Vielleicht durfte der Schuldner, wenn er öffentlich vor Zeugen die Urteilsschuld beglichen hatte, dies auch selbst vor dem Prätor einwenden. Die öffentliche Erfüllung der Schuld erfolgt mittels Solutio per eset libra. Hierbei wird an das bekannte Manzipationsritual angeknüpft.
Bei der Solutio per Eset Libram musste der Schuldner vor 5 Zeugen und einem Waagehalter eine Formel aufsagen und mit einem Kupferstück, welches dann in der Folge an den Gläubiger übergeben wurde, gegen die Waage schlagen. Danach galt die Schuld als getilgt. Die Solutio per Eset Libram geht auf das Symmetrieprinzip zurück, nach welchem die Begründung und Tilgung einer Schuld in derselben Form zu folgen hatte. Wenn eine Schuld mittels Libralakt, also öffentlich vor Zeugen und einem Waagehalter begründet wurde, dann müsste sie auch öffentlich vor Zeugen und einem Waagehalter getilgt werden. Als Anwendungsfälle der Solutio per Eset Libram nennt Gaius, aber in Gaius Institutionen 373, neben den Forderungen, die mittels Kupfer und Waage begründet wurden, auch noch zusätzlich die Urteilsschuld. Wenn eine solche Solutio per Eset Libram stattfand, konnte der Schuldner die Tilgung der Schuld ganz einfach belegen, da lediglich der Prätor die Zeugen des Libralaktes vernehmen musste. Das Auftreten eines Windex erscheint hier nicht zwingend. In der Folge soll nun die Verteidigung durch einen Windex erörtert werden. Der Windex hat zwei Optionen. Entweder er bezahlt die Schuld des Schuldners oder aber er lässt sich auf einen Prozess gegen den Gläubiger ein. Dazu muss er die Hand des Gläubigers wegschlagen. Der Windex-Prozess oder Vindikationsstreit ist jener Rechtsstreit, in dem zwischen Gläubiger und Windex über das Zugriffsrecht des Gläubigers am Schuldner prozessiert wird. Im Prozess wird geprüft, ob der Gläubiger Haftungsgewalt am Schuldner hat und ob der Gläubiger sein Zugriffsrecht geltend machen kann. Nicht überliefert ist, welche Einwendungen der Windex vorbringen durfte. Bei der Actio Judicati werden die Einwendungen noch erörtert werden. Zwischen Legisaktionenverfahren und Formularverfahren könnte es hinsichtlich der Einwendungen Parallelen gegeben haben. Falls der Windex den Prozess verliert, haftet er auf das Doppelte. Dafür gibt es mehrere Hinweise. Beispielsweise in der Quellenstelle Cicero De Officiis 3, 1665. Auch der Vergleich mit der Actio Judicati legt eine Haftung auf das Doppelte nahe. In der Haftung des Windex auf das Doppelte liegt der Ausgangsfall der Litiskreszenz. Bei den Litiskreszenztatbeständen erfolgt, wenn der Beklagte seine Verpflichtung erfolglos ableugnet, die Kondemnation auf das Doppelte. Um bei Litiskreszenztatbeständen der Haftung auf das Doppelte zu entgehen, musste der Beklagte entweder die Schuld vor dem Prätor anerkennen oder den Prozess gewinnen. In mehreren Quellenstellen findet sich die Phrase Inficiando liscrescit in duplo. Durch Abstreiten wächst der Wert des Streitgegenstandes auf das Doppelte. Diese Phrase wird mit dem Begriff Litiskreszenz umschrieben. Bei der Haftung des Windex liegt eindeutig Litiskreszenz vor. Denn er hat die Wahl. Er kann entweder die Schuld anerkennen und das Simplum bezahlen oder aber ableugnen und sich gegen den Gläubiger auf einen Prozess einlassen. Wenn der Windex ableugnet, haftet er bei Verlust des Prozesses auf das Doppelte. Kommen nun zur Actio Judicati. Die Actio Judicati ist die Vollstreckungsklage im Formularverfahren. Voraussetzung für die Actio Judicati ist eine Judikatsschuld. Weiters muss die Urteilserfüllungsfrist von 30 Tagen bereits abgelaufen sein. Nach Erhebung der Actio Judicati kann der Beklagte die Judikatsschuld anerkennen, was zur Folge hat, dass der Prätor auf Antrag des Klägers die Vollstreckung anordnet. Oder aber ableugnen, wonach dem Beklagten eine Haftung auf das Doppelte droht. Zur Litiskreszenz bei der Actio Judicati. Über die Litiskreszenz bei der Actio Judicati gibt die Quellenstelle Gaius Institutionen 4.9 Auskunft. Ich lese die deutsche Übersetzung vor. Sache und Buße verfolgt man hingegen zum Beispiel aus denjenigen Gründen, aus welchen man gegen einen abstreitenden Gegner auf das Doppelte klagt. Dies kommt vor bei der Klage wegen Urteilsschuld, wegen Bürgenzahlung, wegen widerrechtlicher Schädigung nach dem aquilischen Gesetz oder wegen schuldrechtlich wirkender Vermächtnisse von genau bestimmten Geldsummen.
Neben anderen Klagen wird von Gaius bei der Aufzählung der Litis Crescens-Tatbestände die Actio Judicati genannt. Bei diesen Tatbeständen wird gegen einen Abstreitenden auf das Doppelte geklagt. Wer also die Actio Judicati ableugnet, haftet bei Verlust des Prozesses auf das Doppelte. Weitere Aufzählungen der Litis Crescens-Tatbestände finden sich in Gaius Institutionen 471 und Paulus Sentenzen 1.19.1. Auch in diesen Aufzählungen ist die Actio Judicati erwähnt. Zu den Einwendungen im Formularverfahren. Im Unterschied zum Legisaktionenverfahren darf der Beklagte im Formularverfahren die Einwendungen selbst erheben. Er benötigt also keinen Windex mehr. Eine Ableugnung sollte der Beklagte vor allem dann vornehmen, wenn die Urteilsschuld bereits beglichen wurde oder das Urteil als nichtig einzustufen war. Die Möglichkeit, im Judikatsprozess Nichtigkeitsgründe vorzubringen, wird defensive Nichtigkeitsbeschwerde genannt. Im Formularverfahren gab es mehrere Nichtigkeitsgründe, beispielsweise die fehlende Mitwirkung eines Amtsträgers oder das Vorliegen vom Eigeninteresse des Judex. Neben den Nichtigkeitsgründen und der bereits getätigten Zahlung konnte der Beklagte wahrscheinlich auch noch im Vollstreckungsverfahren gewisse inhaltliche Einwendungen erheben, wenn er diese im Erkenntnisverfahren vergessen hatte. Nun zu den Erklärungsversuchen des Duplums, auf das der im Vollstreckungsverfahren Unterliegende zu verurteilen ist. In der Literatur wird bezüglich des Duplums häufig auf ein Anwachsen des Streitgegenstandes verwiesen oder auf ein Delikt, welches eine Haftung auf das Doppelte normiert. Meiner Meinung nach ist aber jeweils für die einzelnen Verfahrensarten eine gesonderte Prüfung vorzunehmen. Zum Legisaktionenverfahren. Ein Windex, der nicht zahlt, sondern sich auf einen Prozess gegen den Gläubiger einlässt, haftet, wie bereits ausgeführt, auf das Doppelte. Fraglich ist nun, worin das Delikt des Windex besteht. Als Delikt kommt die Ableugnung einer festgestellten Schuld sowie die widerrechtliche Entziehung des Schuldners aus der Gewalt seines Gläubigers in Betracht. Möglicherweise wurde der Windex für die Ableugnung einer gerichtlich festgestellten Schuld bestraft. Das Delikt des Windex könnte in der Bestreitung des Unbestreitbaren gelegen sein. Eine Tatsache, die gerichtlich festgestellt ist, dürfe demnach nicht bestritten werden. Wer es dennoch tut, wird mit einer Haftung auf das Doppelte bestraft. Auch die widerrechtliche Entziehung eines zugesprochenen Schuldners könnte ein Delikt verwirklicht haben. Kasers Ausführungen zufolge habe der Windex in Analogie zum Furtum auf das Doppelte zu haften, da der Schuldner durch das Manum depellere frei wird. Durch das Wegschlagen der Hand des Gläubigers wird der Schuldner in einem ritualisierten Verfahren befreit. Der Schuldner darf sich während des Windex-Verfahrens frei bewegen. Damit wird dem Gläubiger der Zugriff auf seinen Schuldner entzogen. Im Zeitpunkt, wo der Windex die Hand des Gläubigers wegschlägt, ist aber noch unklar, ob der Gläubiger zu Recht auf den Schuldner greifen kann. Ein Delikt wäre wahrscheinlich nur dann anzunehmen, wenn der Windex Gewalt ausüben würde. Aus etymologischen Hinweisen ist wohl, wie bereits erwähnt, abzuleiten, dass dem Gläubiger vom Windex Gewalt angesagt wird. Der Windex begeht also einen Gewaltakt. Falls der Windex den Prozess gewinnt, wird die Eigenmachtshandlung des Windex nicht bestraft worden sein. Anders hingegen, wenn er den Prozess verliert. Der Windex hat nun durch seinen Gewaltakt dazu beigetragen, dass der Gläubiger den Zugriff auf seinen Schuldner verloren hat. Weiterführende Überlegungen könnten noch zum Verschulden des Windex angestellt werden. Grundsätzlich wäre ein solches Delikt des Windex wahrscheinlich von einem Verschulden abhängig. Das heißt, der Windex wusste oder hätte wissen können, dass das Zugriffsrecht des Gläubigers zu Recht besteht. Ein solches Verschulden wird man einem Windex aber kaum nachweisen können. Näherliegend wäre, dass das Verschulden des Windex typisiert wird. Demnach würde lediglich auf den Ausgang des Prozesses zwischen Gläubiger und Windex abgestellt werden. Gewinnt der Windex den Prozess, so steht fest,
dass ihn kein Verschulden trifft. Verliert er den Prozess, wird sein Verschulden unwiderleglich vermutet und das Delikt gilt als nachgewiesen. Neben der deliktischen Deutung des Duplums kommt auch ein Anwachsen des Streitgegenstandes in Betracht. Wenn der Windex in den Prozess gegen den Gläubiger eintritt, liegt bereits ein Urteil des Gläubigers gegen den Schuldner vor. Durch den Windex-Prozess könnte sich der Streitwert nun erhöhen. Demnach gäbe es bei Verlust des Windex gegen den Gläubiger zwei Urteile. Eines gegen den Windex und eines gegen den Schuldner. Vom Windex müssten nun zwei Haftungen beglichen werden. Auch im Formularverfahren findet bei Ableugnung eine Haftung auf das Doppelte statt. Hier kann das Duplum ebenso deliktisch als auch als Anwachsen des Streitgegenstandes gedeutet werden. Bezüglich der deliktischen Deutung kommt hier die widerrechtliche Entziehung des Schuldners aus der Gewalt seines Gläubigers nicht in Betracht, da sich der Schuldner nun selbst verteidigen darf. Im Formularverfahren gibt es also keinen Vollstreckungswindex mehr. Möglich erscheint aber das Delikt der Ableugnung einer gerichtlich festgestellten Schuld. Der Schuldner würde demnach bestraft werden, da er eine bereits festgestellte Tatsache, also ein gegen ihn im Erkenntnisverfahren ergangenes Urteil, ableugnet. Im Formularverfahren könnte es auch zu einer Anwachsung des Streitgegenstandes gekommen sein. Das Duplum setzt sich aus zwei Verurteilungen zusammen. Durch das Unterliegen im Erkenntnisverfahren haftet der Schuldner auf das Simplum. Dieses Simplum wird dann zum Streitwert des zweiten Verfahrens hinzugerechnet. Verliert der Schuldner das zweite Verfahren, also das Exekutionsverfahren, so muss er für das Duplum einstehen. Zu meinen Ergebnissen. Grundsätzlich könnte das Duplum, welches bei Unterliegen im Vollstreckungsverfahren entsteht, sowohl deliktisch als auch zivilprozessual als Anwachsen des Streitgegenstandes gedeutet werden. Wie bereits erwähnt, erscheint hier eine Trennung zwischen Leges Actionenverfahren und Formularverfahren sinnvoll. Im Leges Actionenverfahren könnte der Windex als Bürger aufgetreten sein. Dies wird anzunehmen sein, wenn man das Duplum als Anwachsen des Streitgegenstandes verstehen möchte. Der Gläubiger könnte aufgrund eines rechtsgeschäftlichen Aktes auf den Windex greifen. Der Windex könnte in der Folge entweder die Urteilsschuld bezahlen oder gegen den Gläubiger prozessieren. Bei Verlust des Prozesses würde der Windex aber auf das Doppelte haften. Diese Verurteilung auf das Doppelte ließe sich durch zwei Urteilsschulden erklären, da es ein Urteil gegen den Schuldner und eines gegen den Windex gebe. Festzuhalten ist, dass in den Quellen keine Hinweise, die auf einen rechtsgeschäftlichen Akt zwischen dem Gläubiger und dem Windex deuten, zu finden sind. Gegen die Einordnung des Windex als Bürgen, welcher sich vertraglich verpflichtet, spricht auch die Tatsache, dass der Gläubiger den Windex nicht ablehnen kann. Der Schuldner hat vielmehr das Recht, einen Windex zu nennen. Meiner Meinung nach wäre es näherliegend, die Haftung des Windex auf das Doppelte deliktisch einzuordnen. Mehrere Untersuchungen, beispielsweise die von Kaser und Kelly, haben gezeigt, dass das Duplum im frühen römischen Recht meistens als Hinweis für ein deliktisches Verhalten zu verstehen ist. Auch die Wörter Windex und Manum de Pellere scheinen auf einen Gewaltakt bzw. auf ein Delikt hinzudeuten. Dass dem Windex bei Verlust des Prozesses ein Verschulden unwiderleglich unterstellt wurde, passt gut zum frühen Verfahrensrecht. In der Literatur wurde bereits vielfach auf die eingeschränkte Möglichkeit zur freien Beweiswürdigung im Leges Actionenverfahren hingewiesen. Ebenso denkbar wäre natürlich auch eine Erfolgshaftung des Windex. Der Windex würde also unabhängig von seinem Verschulden immer bei Verlust des Prozesses auf das Doppelte haften. Auf ein deliktisches Verständnis im Leges Actionenverfahren deutet auch die Datierung der Phrase Inficiando lis crescit in duplum hin. Der Wortlaut der Phrase Inficiando lis crescit in duplum legt ein Anwachsen des Streitgegenstandes nahe. Bei umfassender Betrachtung der Quellen zur Litis Crescens fällt auf, dass die Phrase Inficiando lis crescit in duplum nur in Zusammenhang mit Quellen auftritt,
welche auf ein späteres Verfahren, wie das Formularverfahren oder das Kognitionsverfahren, also nicht auf das Legisaktionenverfahren, Bezug nehmen. Ein Beispiel hierfür wäre die Digestenstelle 12.2.30 Principium. In der Digestenstelle 12.2.30 Principium findet sich die Phrase Actione quae inficiando crescit. Gemeint ist damit eine Klage, deren Streitgegenstand durch Bestreiten anwächst. Ein weiteres Beispiel wird auch noch in den justinianischen Institutionen genannt. Ich lese die deutsche Übersetzung von Institutionen 327 vor. In einigen Fällen kann jedoch, was irrtümlich als Nichtschuld geleistet worden ist, nicht zurückgefordert werden. Die alten Juristen haben nämlich folgende Regel aufgestellt. In den Fällen, in denen durch Bestreiten des Anspruchs der Streitgegenstand auf das Doppelte wächst, kann das irrtümlich Gezahlte nicht zurückgefordert werden. So zum Beispiel im Fall der Lex Aquilia oder bei einem Vermächtnis. Die alten Juristen wollten das allerdings nur bei denjenigen Vermächtnissen Platz greifen lassen, die jemandem mit bestimmten Leistungsinhalt schuldrechtlich zugewendet worden war. Das prozessuale Verständnis der Litis Crescens kommt in einer der Veteres zugeschriebenen Regel zum Ausdruck. Den Veteres zufolge soll in den Fällen, in denen durch Bestreiten des Anspruchs der Streitgegenstand auf das Doppelte wächst, das irrtümlich Gezahlte nicht zurückgefordert werden können. Naheliegend wäre somit, dass bereits die Veteres die Phrase inficiando lis crescit in duplum verwendeten. Fraglich ist, wer mit Veteres gemeint ist. Grundsätzlich werden damit die frühen Rechtsgelehrten bezeichnet. Im Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts von Heumann Seckel wird angeführt, dass nach dem Sprachgebrauch Justinians mit Veteres die pandekten Juristen umschrieben sind. Daher kann wahrscheinlich die in Institutionen 327.7 genannte Regel und somit auch die Phrase inficiando lis crescit in duplum den Juristen, die in den Digesten erwähnt werden, zugeschrieben werden. Die pandekten Juristen lebten in einer Zeit, in der das Legisaktionenverfahren bereits zurückgedrängt war. Die Phrase inficiando lis crescit in duplum und damit auch das durch diesen Wortlaut angedeutete prozessuale Verständnis der Litis Crescens wäre demnach erst im Formularverfahren entstanden. Eine genauere Betrachtung der Actio Judicati lässt ein Anwachsen des Streitgegenstandes plausibel erscheinen. Es ist anerkannt, dass der Actio Judicati auch Rechtsmittelfunktion zukam. Die Actio Judicati fand deswegen wahrscheinlich keinen Eingang ins Kognitionsverfahren. Mittels Appellatio konnte eine unterlegene Partei ein Urteil anfechten. Dadurch wurde die Rechtsmittelfunktion der Actio Judicati nicht mehr benötigt. Die Erhebung eines Rechtsmittels wird auch nicht deliktisch gedeutet worden sein. Es gibt vielmehr ein zweites Verfahren, in dem der Streitgegenstand bereits angewachsen ist. Ich komme nun zur Zusammenfassung. Wenn man die Entwicklung der Legis Actio per Manus Injektionen zur Actio Judicati aufzeigt, gibt es folgende Schritte. Um die Vollstreckung einleiten zu können, benötigt der Gläubiger grundsätzlich ein Urteil. Zusätzlich muss auch die Urteilserfüllungsfrist von 30 Tagen abgelaufen sein. Im Legisaktionenverfahren wurde die Vollstreckung mittels Legis Actio per Manus Injectionem eingeleitet. Der Beklagte durfte sich nicht selbst verteidigen, sondern musste einen Vindex hinzuziehen. Dieser Vindex konnte entweder für den Schuldner das Simplum bezahlen oder sich auf einen Prozess gegen den Gläubiger einlassen, wobei er hier bei Verlust des Prozesses auf das Doppelte haften musste. Diese Haftung auf das Doppelte lässt sich wahrscheinlich deliktisch erklären, denn ein Vindex, der dem Gläubiger seinen Schuldner gewaltsam entzieht, soll bestraft werden. Die Legis Actio per Manus Injectionem verschwand mit dem Legis Actionenverfahren. Im Formularverfahren wurde eine Actio Judicati eingeführt, mit welcher nun die Vollstreckung eingeleitet werden konnte. Die Rechtslage im Formularverfahren weist einerseits, wie so oft, noch Parallelen zur Rechtslage im Legisaktionenverfahren auf.
denn es muss ebenfalls bei Ableugnung der Vollstreckungsklage auf das Duplum gehaftet werden. Andererseits wurde aber von dem Ritual der Handauflegung und der Wegschlagung der Hand durch einen Windex abgewichen. Damit verschwindet auch das deliktische Verständnis des Duplums, das nunmehr als Anwachsen des Streitgegenstandes verstanden wird. Während im Legisaktionenverfahren den Windex die Haftung auf das Doppelte getroffen hatte, durfte sich der Schuldner im Formularverfahren selbst verteidigen. Er musste aber bei Verlust des Prozesses auch selbst für das Duplum einstehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Binder, für Ihren Vortrag. Ich könnte mir vorstellen, insbesondere von der Seite der Romanisten gibt es Fragen dazu. Wenn wir vielleicht jetzt gleich eine kurze Fragerunde machen. Herr Benke. Ja, vielen Dank. Herr Magister Binder, herzlichen Dank für Ihre schöne und fein fokussierte, Ihre fokussierten Ausführungen mit schönen Profilen. Ich habe eine Frage zum Legisaktionenverfahren. Sie pendeln hin und her, wie alle Forscher und Forscherinnen, die sich mit der älteren Zeit beschäftigen, und die gehen dann immer in die Klassik und wieder zurück. Wir kennen aus der Klassik das Vinculum Juris, ganz etwas Typisches, die Relation zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger. Und meine Frage: Welche Vermutungen gibt es denn, welche Theorien gibt es denn über die Funktion, schrägstrich die Notwendigkeit des Windex im Legisaktionsverfahren? Etwas salopp gesprochen, warum machen sich nicht wie später Gläubiger und Schuldner einfach miteinander aus, ganz im Sinne des Vinculum Juris? Also welche Art von Steuerung oder Barriere oder welch Tabu besteht, dass dieses Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner nicht weiter zwischen diesen beiden Personen abgewickelt und erledigt werden kann? Warum tritt hier eine gestern fremde, jedenfalls Drittperson dazwischen? Ich weiß es nicht ganz genau. Das ist auch immer im Legisaktionenverfahren ist auch immer schwer, solche Fragen zu beantworten, weil natürlich sehr wenige Quellen vorhanden sind. Was man aber wahrscheinlich sagen kann, ist, dass die Funktion des Windex ist, für den Gläubiger ist es sehr gut, weil er dadurch Sicherheit bekommt. Das heißt, der Gläubiger wurde sozusagen im Legisaktionenverfahren etwas privilegiert, weil sich der Schuldner hier nicht selber verteidigen darf, sondern er muss einen Windex hinzuziehen. Das heißt, der Gläubiger hat hier einen Vorteil, weil er jetzt sozusagen nicht, der Schuldner verteidigt sich grundlos, ist dann insolvent und der Gläubiger bleibt auf seinen Kosten sitzen. Und da ist die Stellung des Windex eine Privilegierung des Gläubigers. Und es ist natürlich auch typisch für das Legisaktionenverfahren, dass es einfach Rituale gab, wie zum Beispiel den Windex. Das ist dann für das Formularverfahren weniger typisch. Was man aber sagen kann, ist, dass die Funktion des Windex in gewissem Maße auch im Formularverfahren noch weiterlebt. Nämlich im Formularverfahren konnte der Gläubiger bei der Actio Judicati eine Prozesskaution verlangen. Das heißt, es musste zwar kein Windex oder Bürger oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, hinzugezogen werden, aber er konnte vom Verurteilten eine Sicherheitsleistung in Geld verlangen. Diese Sicherheitsleistung war im altrömischen Verfahren, im Legisaktionenverfahren eben ein anderer Schuldner, auf den man greifen konnte. Im Formularverfahren ist das einfach Geld. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Aber es ist nicht überliefert, aber das wäre meine Vermutung zu Ihrer Frage. Danke. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen an Herrn Binder? Also dieses römische Vollstreckungsverfahren, das beruht ja doch noch sehr stark sozusagen auf dem, wenn ich das richtig sehe, auf dem Prinzip eigentlich der Selbsthilfe. Also
ganz im Unterschied sozusagen zur Modernvollstreckung und vom Modernvollstreckungsrecht, da geht es um die Rechtmäßigkeit des Einsatzes eines staatlichen Zwangsapparates. Und das scheint hier eben ganz anders zu sein. Hier geht es sozusagen um die Rechtmäßigkeit der Selbsthilfe. Mhm. Ja, gibt es irgendwann in der Geschichte des römischen Rechts den Übergang zur Vollstreckung über einen staatlichen Zwangsapparat? Oder wird diese Form der Vollstreckung in der römischen Rechtskultur nicht erreicht? Die Vollstreckung, die Selbsthilfe ist, wie Sie sagen, im Legisaktionenverfahren viel stärker ausgeprägt. Das sieht man vor allem auch darin, dass wenn zum Beispiel, also einen Schuldner musste man ja prinzipiell vor Gericht laden, also mittels injus vocatio. Das heißt, im Legisaktionenverfahren gab es hier noch auch die Möglichkeit, wenn der Schuldner nicht bei Gericht erschien, dass der Gläubiger dann das Recht hatte, den Schuldner mit Gewalt auch vor Gericht zu bringen. Mhm. Dieses Instrument wird dann immer mehr abgeschwächt und im Formularverfahren liegt dann diese Gewalt schon beim Prätor. Das heißt, der Prätor ordnet dann den Zwang an im Formularverfahren. Aber das wird natürlich auch im Legisaktionenverfahren im Laufe der Zeit, weicht man immer mehr sozusagen von der Selbsthilfe ab und es entwickelt sich im Laufe der Zeit, wird es immer mehr mit staatlichem Zwang durchgesetzt. Ja, vielen Dank. Gut, wenn jetzt keine unmittelbaren Fragen mehr sind, dann würde ich vorschlagen, angesichts der Zeit, dass wir jetzt gleich übergehen zum Vortrag von Frau Magister Stutzenstein. Vielleicht können Sie jetzt Ihre Präsentation rausnehmen. Jawohl, wunderbar. Dann würde sich jetzt anschließen Sarah Stutzenstein, die eben auch hier in Wien studiert hat, mit einem Schwerpunkt internationales Privatwirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung, die aber eine strafrechtsgeschichtliche Doktorarbeit schreibt, nämlich zur Entwicklung der Verjährungsidee im Strafrecht. Sie hat eine ganze Reihe von, sie hat einige Stipendien bekommen. 2018 hat sie auch den Heinrich-Klang-Preis bekommen. Und sie wird uns jetzt heute Abend eben referieren, gleichfalls aus ihrem Dissertationsprojekt unter dem Titel Die heilende und tilgende Wirkung der Zeit, historische und theoretische Grundlagen der Verjährung im Strafrecht. Dann holen wir jetzt die Frau Stutzenstein. Ja, ich glaube, wenn ich zu sprechen anfange, komme ich vielleicht Sprecheransicht. Ja. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die meisten kontinentaleuropäischen Staaten kennen heute eine Verjährung im Strafrecht. Deren Wurzeln liegen im späten römischen Recht. Im Zuge der Rezeption gelangte sie in den deutschen Rechtsraum und hat hier eine lange Geschichte. Gegenwärtig treten eher die negativen Wirkungen der Verjährung in den Vordergrund. Ihr Ergebnis erscheint oft ungerecht. Sie erinnern sich vielleicht an die spät bekannt gewordenen Missbrauchsfälle in den staatlichen und kirchlichen Kinderheimen, die wegen Verjährung nicht mehr verfolgt werden konnten. Dennoch erscheint uns die Verjährung heute selbstverständlich. Historisch war sie das nicht. Nach dem Grund für ihre Berechtigung wird seit der Aufklärungszeit gesucht. Angesichts dessen schadet es nicht, nachzufragen. Straffrei durch Zeitablauf? Soll es die Verjährung geben? Und warum eigentlich? Diese Frage wird unterschiedlich beantwortet, je nachdem, welchen Zweck man mit der Strafe verfolgt. Am verjährungsfeindlichsten war ursprünglich die Vergeltungstheorie von Immanuel Kant.
Dieser zufolge sollte die Strafe verhängt werden, weil der Täter verbrochen hatte, unabhängig von einem sonstigen relativen Zweck. Die Strafe wurde als Forderung der Gerechtigkeit betrachtet und die Frage, sollen Forderungen der Gerechtigkeit verjähren, mit einem klaren Nein beantwortet. Verbrechen müssen zu jeder Zeit an den Urhebern bestraft werden und die Zeit, welche zwischen der Tatbegehung und der Bestrafung liege, habe auf die Gerechtigkeit keinen Einfluss. Im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts verbesserte sich das Verhältnis der Vergeltungstheorie zur Verjährung. Dafür entscheidend war ein prozessuales Argument, nämlich die zunehmenden Beweisschwierigkeiten und die daraus resultierende Fehlurteilsgefahr. Ein Strafverfahren, das erst lange Zeit nach der Tatbegehung stattfände, werde nur selten zu so sicheren und zuverlässigen Resultaten führen, wie man sie für Tatsachen fordern müsse, auf welche das Urteil über Freiheit und Ehre oder Leben und Tod des Bürgers gebaut werden solle. Die prozessuale Verjährungsbegründung mit den zunehmenden Beweisschwierigkeiten kann nur die Verjährung der Strafverfolgungsbefugnis rechtfertigen, nicht die Verjährung der mit Urteil verhängten Strafe. Diese Verjährungsart ist die jüngere und kam im deutschen Raum erst ab dem Jahr 1838 zunehmend auf. Vorbildhaft dafür war das französische Recht, wo schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch die mit Urteil festgestellte Strafe verjährbar war. Nahezu unumstrittene Akzeptanz in der Wissenschaft und Gesetzgebung erlangte diese Verjährungsart im deutschen Raum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einer Zeit, in der die Wiedervergeltungslehre eine Renaissance erlebte und erneut zur beherrschenden Strafrechtslehre wurde. Das wichtigste Argument zur Begründung der Verjährung war in dieser Phase die heilende und sühnende Macht der Zeit. Am Deutschen Juristentag des Jahres 1862 hatte der deutsche Strafrechtsprofessor Heinrich Friedrich Abbeck diese Begründung vorgetragen. In der Folgezeit wurde die Zeit in ihrem unaufhaltsamen dahinfließenden Strome zum beherrschenden Argument für die Verjährung, das sich vor allem bei Anhängern der Vergeltungstheorie großer Beliebtheit erfreute. Die Begründung der Verjährung mit der Macht der Zeit findet sich auch in den Materialien zu den diversen österreichischen Strafgesetzentwürfen. Mitunter wurden die Wirkungen der Zeit unter Zuhilfenahme anderer Verjährungstheorien spezifiziert. Die Zeit sollte gewissermaßen alle Wunden heilen, nämlich einerseits die Folgen der Tat beseitigen, das Andenken an diese zerstören und so das Sühnebedürfnis zum Erlöschen bringen und andererseits auch eine Änderung in der Person des Täters bewirken. Ein unterstützendes Argument bildeten auch die zunehmenden Beweisschwierigkeiten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts stieß die Begründung der Verjährung mit der Macht der Zeit auf Kritik. Karl Binding, einer der damals prominentesten Anhänger der klassischen Schule, bezeichnete
die Anerkennung der Verjährung vom Standpunkt der Vergeltungstheorie als inkonsequent. Die Berufung auf die Macht der Zeit diene nur dazu, diese Inkonsequenz zu überdecken. Die Verfolgungsverjährung wollte Binding dennoch zulassen. Denn Beweismittel können mit der Zeit untergehen, sich ändern und zu völlig falschen Schlüssen führen. Walte böser Zufall, so stemple die Zeit den Unschuldigen als scheinbar Schuldigen. Davor schütze auch der Grundsatz der freien Beweiswürdigung nicht. Denn für untergegangene Beweise gibt es keine freie Beweiswürdigung. Nach Auffassung Bindings war die Beweisvergänglichkeit der zwingende, aber auch der einzige Grund für die Anerkennung der Verjährung. Dem letzten österreichischen Strafgesetzentwurf der Monarchie liegt eben diese Auffassung zugrunde. Die Verjährung sollte danach vor allem den zu Unrecht Beschuldigten vor einer Fehlverurteilung schützen. Nicht vorgesehen war daher die Verjährung der verhängten Strafe, die dem tatsächlichen verurteilten Täter zugute gekommen wäre. Besonders ambivalent ist das Verhältnis der generalpräventiven Strafzwecktheorie zur Verjährung. Dieser zufolge hat die Strafe das Ziel, andere, das heißt die Allgemeinheit, von der Begehung gleichartiger Taten abzuhalten. Im Strafgesetzbuch von Josef II. Aus dem Jahr 1787, das auf Abschreckung abzielte, war die Verjährung ausdrücklich ausgeschlossen und der Verbrecher nach dem Gesetze zu behandeln, was immer für eine Zeit von dem begangenen Verbrechen vergangen sein mag. Diesem Ausschluss der Verjährung scheint die Auffassung zugrunde zu liegen, dass eine Strafe auch lange Zeit nach der Tat jedenfalls abschreckender wirkt als die Straflosigkeit wegen Verjährung. Paul Johann Anselm von Feuerbach, der Begründer der Theorie vom psychologischen Zwang, lehnte die Verjährung gänzlich ab, weil schon ihre Existenz einen potenziellen Täter im Moment des Entschlusses zur Tat eine gewisse Hoffnung, der Strafe dauerhaft entgehen zu können, gebe. Jeder Nachlass der verdienten Strafe sei eine Wunde, die der Gesetzgebung zugefügt wird und schwäche die abschreckende Wirkung der Strafandrohung. Diese Befürchtung teilte in Österreich insbesondere der Strafrechtsprofessor Franz von Seiler. Die Hoffnung, aus einem Verbrechen die Früchte ungestraft zu genießen, reizte seiner Meinung nach zu Straftaten. Die Straflosigkeit eines bekannten Verbrechers gebe außerdem ein sehr gefährliches Beispiel. Für die Verjährung sprachen nach Ansicht Seilers aber andere Argumente der Billigkeit und Klugheit, wie die geringere Gefährlichkeit eines Täters, der sich innerhalb der Verjährungsfrist wohlverhalten hatte, die zunehmenden Beweisschwierigkeiten und die schwindenden Erinnerungen an Straftaten. All diese Argumente änderten jedoch nach Meinung Seilers nichts daran, dass die Verjährung die generalpräventive Wirkung der Strafandrohung beeinträchtige.
um der Verjährung in den Worten Seilers der bedingt zugesicherten Straflosigkeit die Attraktivität zu nehmen, erachtete er es als erforderlich, die Verjährung an Bedingungen zu knüpfen und den Anwendungsbereich zu beschränken. Per se verjährungsfeindlich ist die generalpräventive Strafzwecktheorie nicht. In Frankreich, wo schon an der Wende zum 18. Jahrhundert großzügige Verjährungsregelungen galten und auch die verhängten Strafen verjährbar waren, wurde dies primär mit der fehlenden generalpräventiven Strafnotwendigkeit begründet. Das Hauptargument für die Verjährung war dort, dass das Andenken an die Straftat mit der Zeit erlösche und die durch sie hervorgerufenen psychischen Erregungen, Entsetzen, Empörung, Furcht, weniger stark empfunden werden würden. Dann bedürfe der Staat das Exempel der Strafe nicht mehr. Dieses Argument, das Erlöschen der Erinnerung an die Straftat im kollektiven Gedächtnis, findet sich auch im deutschen Raum im Laufe des 19. Jahrhunderts immer wieder. In Österreich sah insbesondere der Strafrechtsprofessor Sebastian Jenull den Hauptgrund der Verjährung darin, dass eine Bestrafung 10 oder 20 Jahre nach der Tat nicht mehr abschreckend wirke. Sie könne dann das Vertrauen der Bevölkerung in die Strafjustiz nicht bekräftigen, weil wohl jedem klar sei, dass eine so späte Bestrafung des Täters nicht einer planmäßig andauernden Untersuchung, sondern bloß dem Zufall zugeschrieben werden könne. Im 19. Jahrhundert wurde diese Begründung noch oft angezweifelt. Ein Argument dagegen war, dass vor allem in größeren Städten die Bevölkerung oft gar keine Kenntnis von Straftaten erlange. Wenn das Andenken an die Tat entscheidend wäre, dann müssten außerdem gleiche Straftaten unterschiedlich behandelt werden. Für den Zeitpunkt des Vergessens komme es zudem weniger auf den Tag der Tatbegehung an, mit dem die strafrechtliche Verjährungsfrist zu laufen begann, als auf den Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Straftat. Vor allem bei schweren Verbrechen bezweifelte man das kollektive Schwinden der Erinnerung generell. Unserem geltenden Strafgesetzbuch liegt unter anderem die Auffassung zugrunde, dass die generalpräventive Notwendigkeit der Bestrafung mit der Zeit entfällt, weil die Erinnerungen an die Straftaten schwächer werden. Generell in Frage gestellt wird diese Begründung in Österreich nicht. Elektronische Datenspeicherung, Massenmedien und soziale Netzwerke können allerdings das gesellschaftliche Vergessen zusätzlich erschweren, weil Informationen über Straftaten sehr einfach für unbestimmte Zeit aufbewahrt und jederzeit ins kollektive Gedächtnis gerufen werden können. Ein Beispiel dafür wären die Kindesmissbrauchsfälle und die Kindesmisshandlungen, die ich in der Einleitung angeführt habe. Während der Verjährungsfrist wurden sie überwiegend nicht verfolgt. Nach Eintritt der Verjährung aber einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Vor allem, wenn die Nichtverfolgung innerhalb der Frist
im Verschulden der staatlichen Behörde liegt, wird bei Bekanntwerden der Taten eine staatliche Reaktion erwartet werden. Diese kann dann zur Abhaltung anderer, der Bekräftigung der Rechtsordnung und der Stärkung der Rechtstreue der Bevölkerung genauso erforderlich sein, wie wenn die Taten unmittelbar nach der Begehung der Straftat bekannt werden. Auf dem Argument der schwindenden Erinnerung an die Straftat bauten auch Anhänger der relativen Vergeltungstheorie auf. Relative Vergeltung ist Vergeltung zur Befriedigung von Vergeltungsbedürfnissen des Verletzten oder überwiegend der Rechtsgemeinschaft. Deren Anhänger nahm man in Österreich während des ganzen 19. Jahrhunderts und auch noch bei den Arbeiten am geltenden Strafgesetzbuch, das heißt bis in die 1970er Jahre, an, dass Vergeltungsbedürfnisse im Laufe der Zeit erlöschen. Gegen diese Begründung brachte beispielsweise Heinrich Lamarsch vor, dass bei schweren Verbrechen wie Mord, Vergewaltigung, Brandstiftung oder auch Vermögensdelikten durch die zahlreiche Familien geschädigt worden seien, das Straf- bzw. Vergeltungsbedürfnis nicht abnehmen würde. Außerdem wurde die Frage aufgeworfen, wie diese Begründung mit den Fällen vereinbar sein solle, in denen die Allgemeinheit überhaupt keine Vergeltung fordere. Etwa weil der Täter eine geachtete Persönlichkeit sei oder sie das Verbrechen billige. Nach einer Auffassung bildete das Rechtsempfinden der Bevölkerung überhaupt keinen Maßstab für die Verjährung. Dieses sogenannte Rechtsbewusstsein tauge gar nichts. Es sei vielen Straftaten gegenüber gar nicht vorhanden und gegenüber anderen pflege es höchst parteiisch zu sein. Am besten vereinbar erscheint die Verjährung mit der spezialpräventiven Strafzwecktheorie. Dieser zufolge hat die Strafe die Aufgabe, den Täter durch Abschreckung, Besserung und Sicherung von weiteren Straftaten abzuhalten. Wenn sich ein Täter während der Verjährungsfrist strafrechtskonform verhält, dann wird in der Regel davon ausgegangen, dass eine Abhaltung durch Strafe nicht mehr erforderlich ist. Dazu wurde vorgebracht, dass ein Mensch, der im jugendlichen Alter eine Straftat begangen habe, nach 10 oder 15 Jahren in seinem seelischen Zustand nicht selten ebenso bis zur Unkenntlichkeit verändert sein werde, wie in seinem Äußeren. Es wäre aber eine zwecklose Härte und Ungerechtigkeit, für das, was der Jüngling gesündigt hat, den Greis noch büßen zu lassen. Dem Staat selbst läge daran, einem Verbrecher die Rückkehr zu Tugend und Ordnung zu erleichtern. Wenn selbst ein durch mehrere Jahre gebessertes Leben die Strafgewalt nicht versöhnen würde, dann könnte sich derjenige, welcher durch einen unglücklichen Moment zu einem Verbrecher herabfiel, niemals mehr aufrichten und sich zu neuen Verbrechen und Übeltaten aufgefordert fühlen. Die Anhänger der Besserungsbegründung wollten den Eintritt der Verjährung häufig an Bedingungen neben dem Zeitverstreichen knüpfen, durch deren Erfüllung der Täter seine Besserung beweisen musste.
vor allem die Nichtbegehung weiterer Straftaten innerhalb der Verjährungsfrist, wurde gefordert. Gegen das Besserungsargument wurde vorgebracht, es sei ja möglich, dass der Delinquent mit der Zeit mehr Übung und Geschicklichkeit erlangt habe und deswegen seine neuen Untaten nur nicht mehr bekannt geworden seien. Daraus könne dann aber nicht auf seine Besserung, sondern nur auf seine größere Schlechtigkeit geschlossen werden. Außerdem sei es möglich, dass ihm bislang nur der Mut oder die richtige Gelegenheit zu neuen Übeltaten gefehlt habe. Diese Argumente gegen die Besserungsbegründung stammen aber durchgehend von Personen, die selbst den Strafzweck der Spezialprävention ablehnten und in der Regel ergänzten, dass die Strafe ohnehin nicht den Zweck habe, zu bessern und daher auch die Verjährung nicht mit der mutmaßlichen Besserung begründet werden könne. In Phasen, in denen der Gedanken der Spezialprävention stark war, waren in Österreich in der Regel großzügige Verjährungsregelungen geplant. Bei den Arbeiten am geltenden Strafgesetzbuch betonte vor allem der Justizminister Christian Broder immer wieder, das Institut der Verjährung gehöre zu einer rationalen, vernünftigen Strafrechtspflege. Weil Jahre nach der Straftat oder Verurteilung der Straftäter zumeist voll integriert sei und es keine Resozialisierungsaufgabe der Strafe mehr gebe. Der Strafvollzug könne dann ganz im Gegenteil entsozialisierend wirken. Sein engster Mitarbeiter in der Strafrechtsreform, der Strafrechtsprofessor Friedrich Nowakowski, ergänzte: Der sozial integrierte Täter werde durch die Strafe möglicherweise aus seinem sozialen Umfeld gerissen und verliere seine gesellschaftliche und berufliche Stellung. Während des Strafvollzugs bestehe die Gefahr der kriminellen Ansteckung. Die Anhaltung in einer Strafvollzugsanstalt führe zu einer Stigmatisierung, die dem Täter die Resozialisierung erschwere. Vor diesen negativen Wirkungen der Strafe sollte die Verjährung schützen. In Österreich wird die Verjährung gegenwärtig ausnahmslos mit der Abnahme des Strafbedürfnisses in general- und spezialpräventiver Hinsicht sowie sekundär und immer nur ergänzend mit den zunehmenden Beweisschwierigkeiten begründet. Diese Begründungen sind seit einigen Jahrzehnten unumstritten. Es scheint aber, dass der Verjährungsgedanken seine Glanzzeit hinter sich hat. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bestand in ganz Europa die Tendenz, schwerste Straftaten, insbesondere Mord oder auch nur Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord, überwiegend rückwirkend von der Verjährung auszunehmen. Auch im österreichischen Strafrecht sind schwerste Straftaten unverjährbar und müssen zu jeder Zeit verfolgt bzw. bestraft werden. Die Unverjährbarkeitsregel war in Österreich ursprünglich politisch und durch die Zeitumstände bedingt. Zur Erfüllung eines Strafzwecks wurde sie damals nicht allgemein für notwendig befunden. Auch gegenwärtig nehmen Ausnahmen und Einschränkungen der Verjährbarkeit zu. Unter dem Eindruck der erwähnten Missbrauchsfälle wurde in Österreich der Verjährungsbeginn
bei Straftaten gegen Minderjährige auf das vollendete 28. Lebensjahr des Opfers verlegt, wenn es sich um ein Delikt gegen Leib und Leben, die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung oder die Freiheit handelt. Diese Regelung wird mit dem Opferschutz begründet, kann aber zu einer deutlichen Verlängerung der Verjährungsfrist führen. Eine fahrlässige leichte Verletzung eines Kleinkinds muss beispielsweise länger verfolgt werden als eine vorsätzliche schwere Körperverletzung einer erwachsenen Person. In der österreichischen Strafrechtswissenschaft wird diese Verjährungshemmung daher als überschießend kritisiert. In Deutschland gibt es derzeit Stimmen in der Lehre, die sich generell wieder für großzügigere Verjährungsregelungen aussprechen und insbesondere die Abschaffung der Unverjährbarkeit fordern. Sie raten diesbezüglich zu einer Rückbesinnung auf den Ultima Ratio-Grundsatz. Strafe bedeutet ein Übel, das, wenn es die Interessen der Allgemeinheit gestatten, vermieden werden soll. Die Vermeidung des Übels Strafe kann auch über die Verjährung geschehen. Ob den Interessen der Allgemeinheit restriktive oder großzügige Verjährungsregelungen besser entsprechen, kann aber, wie wir jetzt alle wissen, sehr unterschiedlich beurteilt werden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Stutzenstein, für den spannenden Vortrag. Ich gebe gleich die Fragen, eröffne gleich die Fragenrunde. Wer möchte Frau Stutzenstein zu ihrem Vortrag befragen? Wenn ich sehe jetzt niemand. Ich glaube, der Herr Professor Kohl hat sich gemeldet. Ah ja, ich habe nicht alle. Ah ja, hier. Gerald? Ja, danke. Willst du? Danke. Ja, alles klar. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Vielen Dank übrigens auch für den Hintergrund, nur so nebenbei gesagt, der ganz heimatliche Gefühle sozusagen aufkommen lässt. Ich fand das Thema immer schon gut. Ich finde es jetzt noch besser. Und es ist auch vielleicht weniger eine Frage als eine Bemerkung, die ich dazu zu machen habe. Ich bin gerade leider ein bisschen beschäftigt mit der UG-Novelle. Und ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, dass in der UG-Novelle eine Verjährung für Plagiate eingeführt wird. Und das finde ich deshalb jetzt so spannend, was Sie erzählt haben, weil im Prinzip da offensichtlich eine gewisse Eigendynamik im Verjährungsrecht erfolgt ist. Die erläuternden Bemerkungen zur UG-Novelle beschäftigen sich natürlich jetzt nicht groß mit Theorien der Verjährung, sondern begnügen sich eigentlich damit zu sagen, naja, es ist nur Mord unverjährbar. Plagiat ist doch weniger schlimm als Mord. Daher soll ein Plagiat verjähren können. Mich würde Ihre Meinung dazu interessieren, die Einbettung in die Theorien, sozusagen munitionieren Sie mich auf für die mir bevorstehenden Diskussionen darüber. Und interessant finde ich in dem Zusammenhang auch, dass ja eigentlich da ganz was anderes dahinter steht. Denn die sonst übliche, wenn ich zum Beispiel denke an die Frage der Beweisschwierigkeiten, die das begründen könnten, dass man etwas verjähren lässt, dann ist es ja im Falle des Plagiats nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die Möglichkeiten, das nachzuweisen, werden ja immer besser, dank irgendwelcher digitaler Textkontrollsysteme. Das wäre also zum Beispiel ein Argument, das überhaupt nicht zählt oder nicht zur Anwendung kommt. Mir scheint da fast eine ganz neue Überlegung dahinter zu stehen, auch wenn sie nicht formuliert ist.
nämlich, dass man sich ein bisschen scheut davor, die Maßstäbe der Gegenwart auf die Vergangenheit anzuwenden. Wir haben ja aus verschiedenen Fällen das in Erinnerung, es wurden ja Leuten Plagiate vorgeworfen, wo man aus heutiger Sicht, wenn man weiß, wie sich die Literatur entwickelt hat, sagen muss, naja, so schlampig hat man eben vor 40 Jahren, wenn man Dissertationen geschrieben hat, vielleicht tatsächlich zitiert. Und es ist daher ungerechtfertigt, da heute einen Politiker einen Strick draus zu drehen. Also auch das trifft nicht so zu. Ja, mich würde einfach Ihre Meinung dazu interessieren, wie Sie diese Sache da einordnen. Dankeschön. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich, mit der Eugenowelle. Nur in dem Fall finde ich, wenn ich mir einen Titel erschleiche, dann hat der Plagiator auch noch nach 30 Jahren einen Nutzen davon und bereichert sich wirtschaftlich. Insofern finde ich, ist das ein bisschen anders als bei einem Mord oder sowas. Und ich glaube, generalpräventiv, wenn wir bei den Strafzwecktheorien bleiben, macht es vielleicht keinen guten Eindruck, wenn man weiß, man kann, es passiert de facto nichts. Ja, wenn das Plagiat nur lang genug nicht auffliegt, sagen wir so. Also Sie empfehlen mir in der Senatsarbeitsgruppe, zu der ich da leider zugehöre, vorzuschlagen, dass man diese Bestimmung doch beseitigen soll. Weil diese Argumente... Gut. Was meinen Sie? Es wirkt irgendwie wie Täterschutz oder Plagiat. Ja, es ist richtig. Es ist auch durchaus nicht unumstritten. Ja? Aber das ist jetzt spontan. Ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht näher befasst. Ich habe es nur in den Medien gelesen und mir gedacht, spannend, dass das auch verjähren soll. Ja, danke. Alles klar. Weitere Fragen noch an Frau Stutzenstein? Dann darf ich vielleicht ganz kurz nochmal ganz kurz selbst mit einer kleinen ergänzenden Anmerkung kommen. Also das Beispiel mit dem Urheberrechtsschutz, ja, liegt ja ein bisschen sozusagen verquer zu der anderen Tendenz, die Sie angedeutet haben, in der jüngeren Strafrechtspraxis sozusagen, dass man bei bestimmten Kapitalverbrechen, also insbesondere Völkermord, Kriegsverbrechen, aber auch Kindesmisshandlungen, Missbrauch, dass es da eine Art Rollback gibt und die Öffentlichkeit eben eine sehr kritische Einstellung hat gegenüber einer drohenden Verjährung und also allgemein gefordert wird, hier darf keine Verjährung eintreten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ja diese in den jüngeren justizpolitischen Diskussionen ist das deutlich zu bemerken. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es sich hier um Fälle handelt, wo offensichtlich ja der Spezialpräventive, also etwa Kriegsverbrechen, der spezialpräventive Gesichtspunkt ja ganz in den Hintergrund tritt, sondern eben dann, glaube ich, doch stärker wieder diese Idee wirksam wird, dass eben Verbrechen dieser Dimension, ja, auch wenn die Bestrafung aus spezialpräventiven Gesichtspunkten heraus an und für sich sinnlos ist, gerade auch weil die Täter teilweise sehr alt sind, dennoch eine Bestrafung stattfinden soll, weil Verbrechen dieser Dimension nicht ungesühnt bleiben sollen. Und diese Sichtweise beeinflusst dann eben auch sozusagen die Einstellung zur Verjährung. Was würden Sie dazu meinen? Ich glaube, dass Sie da völlig recht haben. Man sieht immer wieder, dass die Verjährung eigentlich nicht bei Einzelfällen zum Problem wird, sondern zum Problem wird die Verjährung, wenn eine Vielzahl von Fällen innerhalb der allgemeinen Frist nicht verfolgt wird, was eben bei staatlich gestütztem Unrecht der Fall ist, aber das ist auch bei den Heimkinderfällen der Fall, dass innerhalb der Verjährungsfrist nichts passiert. Nachher werden eine Vielzahl von Fällen bekannt
und dann erscheint irgendeine staatliche Reaktion erforderlich. Aber Sie haben völlig recht, es geht da eigentlich nicht um den Täter. Man findet teilweise auch in den Diskussionen, dass die Täter alt sind, dass sie wieder voll integriert sind, dass die eigentlich nicht bestraft werden müssen. Da geht es eindeutig um die Generalprävention. Es kann sein oder es ist wahrscheinlich so, dass es auch um Vergeltung geht, obwohl das ja in Österreich derzeit nicht als Strafzweck anerkannt ist. Oder zumindest, dass es der Bevölkerung um Vergeltung geht. Sie hat mal gesagt, die Hochzeit, wann würden Sie sagen, ist die Hochzeit der Idee der Spezialprävention? Wann ist die sozusagen, das wird die Reformphase in den 70er Jahren sein, nehme ich an. Ne? Da glaubte man sozusagen am ungebrochensten an die Macht sozusagen oder an die Effizienz der Spezialprävention. Ja, also es sind schon sehr großzügige Verjährungsregelungen in den Entwürfen von Gustav Rabbruch in der Zwischenkriegszeit vorgesehen. Der war ein Franz Liszt-Schüler. Damals haben die, oder wie Sie wahrscheinlich wissen, sind die österreichischen und deutschen Strafrechts- oder ist die österreichische und deutsche Strafrechtsreform gemeinsam erfolgt, beziehungsweise hat Österreich und Deutschland gemeinsam an einem Strafgesetzentwurf gearbeitet. Und diese Verjährungsregelungen wurden von Österreich dann in der Zweiten Republik eigentlich übernommen. Von Ferdinand Kadetschka war zuerst der Referent. Der war auch ein Anhänger der spezialpräventiven Strafzwecklehre. Dann eben Broder, Nowakowski. Ja, das war die Hochblüte der Verjährungszeit. Aber es ist in Österreich nie so umgesetzt worden, wie es in den Entwürfen geplant war, weil dann in den 60er Jahren eben die Diskussion mit den NS-Verbrechen, ja, es waren ursprünglich keine unverjährbaren Straftaten geplant. Es ist eigentlich nur den nationalsozialistischen Straftaten geschuldet. Vielen Dank. Ich schaue noch mal ins Publikum. Gibt es irgendwo von irgendeiner Seite noch Frage? Ich klicke das jetzt mal durch, aber da sieht man jetzt niemand mehr. Ja, Herr Schumann. Ja, hört man mich? Okay. Ja. Eine kurze Frage, weil das war das jetzt auch, was Sie mit dem Titel ja angesprochen haben, dass es ja gewisse Dauerdelikte gibt und da ist der rechtswidrige Zustand sozusagen der aufrechterhalten wird und das ist ja doch ein großer Einfluss, den es auf die Verjährung nimmt. In den Debatten, wo ich ab und zu mal in Strafrecht geblickt habe, bei Recherchen ist ja dann doch beim Dauerdelikt immer eine Diskussion, inwieweit, also wann dann wirklich die Verjährung eintreten soll. Was lässt sich denn allgemein aus diesen Debatten zu den Dauerdelikten gewinnen? Ich habe immer das Gefühl, dass man dann so ein bisschen in Billigkeitsüberlegungen hineinrutscht beim Dauerdelikt, weil ja nicht alles immer so klar ist, wie das, was Sie jetzt gesagt haben mit dem Kindesmissbrauch, sondern es gibt ja auch andere Dauerdelikte, wo man dann irgendwie vielleicht ein bisschen so die Frage stellt, inwieweit noch das Unrecht weiterhin zu bestrafen ist. Naja, also beim Dauerdelikt, ich weiß jetzt nicht, ob Ihnen das damit geholfen ist, aber es ist in Österreich generell so, sobald ich innerhalb der Verjährungsfrist eine neue Straftat begehe, kann keine der vorangehenden Taten vor der anderen verjähren. Also es ist de facto unabhängig davon, ob ich das jetzt als viele verschiedene Delikte oder ein Dauerdelikt werte, wenn Sie innerhalb der Verjährungsfrist das nochmal setzen, und das wird bei einem Dauerdelikt der Fall sein, dann können eigentlich nur alle strafbaren Handlungen gemeinsam verjähren. Ich weiß nicht, ob das ganz das ist, worauf Sie hinaus wollen. Es ging eigentlich nur darum, weil mein Gefühl war, dass bei diesen Dauerdelikten ja dann immer ein bisschen die Debatte eintritt, wenn dieser rechtswidrige Zustand aufrechterhalten wird, soll dann wirklich die ganze Zeit nicht die Verjährung beginnen oder lässt man es irgendwie ausreichen an irgendeinem Zeitpunkt, wo diese Tat verwirklicht worden ist? Und da war sozusagen nur meine Frage, ob sich da was daraus gewinnen lässt jetzt für Ihre Arbeit. Es ist ein interessanter Hinweis. Ich habe mich nämlich ehrlich gesagt noch nicht mit den Dauerdelikten beschäftigt und dem Verjährungsgedanken. Aber ja, Sie haben natürlich recht. Nur soweit ich weiß, beginnt dann die Verjährungsfrist auch erst mit Abschluss der letzten Handlung, wie Sie sagen. Ja, danke schön. Gut, ich glaube,
auch angesichts der Zeit können wir die Veranstaltungen schließen. Ich glaube, der Verlauf der beiden Vorträge hat doch gezeigt, dass man eigentlich auch sehr schön mit diesem Format Vorträge anhören kann und auch diskutieren kann. Mein Dank geht also an die beiden Referenten, an die Diskutanten, aber auch an Ars Juris und an Frau Hanel, technische Betreuung. Allerdings ist es natürlich jetzt, sozusagen jetzt hier bei der Verabschiedung, kommt jetzt auch zugleich derjenige Moment, wo wiederum der Unterschied zu einer Präsenzveranstaltung am empfindlichsten ins Bewusstsein rückt. Nicht? Normalerweise würde ich ja jetzt sozusagen, wenn ich da stehen würde, was bei Ihnen der Hintergrund ist, oben im Juridikum, ne, würde ich die Bewegung so machen, in diese Richtung. Ja, da drüben ist das Buffet angerichtet fürs Postkolloquium. Ja, das kann jetzt eben leider nicht stattfinden und damit doch auch ein ganz wichtiger Teil natürlich von den WAG-Vorträgen. Deswegen ist natürlich meine große Hoffnung, dass wir dann nächstes Jahr wieder mit Präsenzveranstaltungen starten können. Wir wollen uns aber auf jeden Fall darum bemühen, wenn das noch länger dauern sollte, weitere Online-Vorträge dann auch zu machen, dass nicht zu viel Zeit vergeht bis zum nächsten Vortrag. Das müssen wir noch ein bisschen bekakeln. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank und dann auf Wiedersehen und einen schönen Abend an alle Zuhörer.